Oje, die Waschmaschine heizt nicht mehr? Jetzt ist schnelle Hilfe gefragt. Aber keine Sorge, in diesem Video zeigen wir, wie schnell sich der Heizstab bei einer Waschmaschine der Marke Whirlpool bzw. Bauknecht wechseln lässt. Zuvor kümmern wir uns aber um die Sicherheit, denn die geht immer vor. So schließen wir die Waschmaschine vom Wasseranschluss, aber auch vom Stromanschluss ab. Zudem müssen alle im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen und Gesetze beachtet werden. Dann kann es auch schon losgehen. Als erstes entfernen wir alle Schrauben an der Rückseite des Gerätes mit einem Akkuschrauber und einem Bit der Größe TX20, sowohl auf der rechten Seite der Maschine als auch auf der linken. Ist das einmal geschafft, können wir die Rückwand anheben und zur Seite stellen. Der Blick ins Innere der Maschine wird frei. Die Heizung bzw. der Heizstab befindet sich gleich neben dem Motor und hat einige Kabel angeschlossen. Um zu überprüfen, ob der Heizstab wirklich defekt ist, kann dieser nun mit einem Multimeter durchgemessen werden. Und siehe da, die Widerstandsmessung zeigt unendlichen Widerstand an. Ein eindeutiges Indiz, dass er sein zeitliches gesegnet hat. Um die Heizung nun auszubauen, entfernen wir nacheinander alle daran angeschlossenen Kabel. Das sind die stromführenden Drähte, der Anschluss des Thermostates und die Erdung. Danach lösen wir mit einem Sechskant die in der Mitte befindliche Mutter, entfernen diese aber nicht. Anschließend drücken wir das Gewinde mit einem Schraubendreher nach innen. Jetzt ist die Verriegelung gelöst und der Heizstab kann entnommen werden. Ui, das sieht ja aus wie in alten Werbespots. Kein Wunder, dass diese Heizung nicht mehr funktioniert. Als nächstes entfernen wir noch die größeren erreichbaren Brocken im Inneren des Bottichs. Danach streichen wir die Gummidichtung des neuen Heizstabs mit etwas Flüssigseife ein und schieben ihn gerade in den Bottich. Wenn er klemmt, dann noch einmal entfernen und erneut probieren, denn im Inneren des Bottichs befindet sich eine Führung. Jetzt ziehen wir die Mutter, die wir zuvor gelöst haben, gut an und achten darauf, dass der Heizstab sich nicht nach hinten drückt. Es ist wichtig, dass der Heizstab gut anliegt, denn sonst ist die Waschmaschine undicht und ein Wasserschaden vorprogrammiert. Als nächstes schließen wir auch die Kabel wieder an. Zuerst den Temperaturfühler, dann die Erdung. Und als letztes die beiden stromführenden Drähte. Dann setzen wir die Rückwand wieder auf und verschrauben diese mit den zuvor entnommenen Schrauben. Geschafft! Der Heizstab der Waschmaschine wurde getauscht und die Waschmaschine damit repariert. Das passende Ersatzteil, aber auch ausgewählte Servicepartner findest du in der Videobeschreibung sowie auf unserer Homepage. Daibok abonnieren!